Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer ganz besonderen Woche, denn ich war im Urlaub. Daher kommt diese Bücherwoche auch etwas verspätet. Ich hatte vorher ganz bewusst nicht gesagt, wann es in den Urlaub geht und hatte ja auch zwei Videos für diese Woche vorgedreht. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen ruhiger wurde auf Instagram und Facebook, insofern einem das aufgefallen ist. Und was einfach so ein bisschen, bisschen geheimnisvoll bin ich in die Ferne geschlichen und möchte jetzt heute trotzdem natürlich über die zwei Bücher sprechen, die ich gelesen habe. Und ja, ihr habt richtig gehört, es sind nur zwei Bücher in dieser Woche geworden und würde jetzt aber einfach erstmal so kurz ein bisschen mit dem Urlaub anfangen, einfach mal so ein kurz, wo war ich und wie war es und es war ja bei mir doch ein recht stressiges und ereignisreiches Jahr, teilweise würde ich mit sehr negativen Dingen wie Krankheiten und Ähnlichem und gerade einfach im familiären, privaten Bereich, also auf Arbeit, da ist alles in Ordnung, was auch gut so ist und dass man da eben nicht zu viele Baustellen hat, aber gerade das im Privaten nimmt einen doch immer so ein bisschen ganz viel Kraft und ich habe einfach wirklich, immer näher der Urlaub kam, umso mehr habe ich gemerkt, dass die Batterien einfach leer sind und ich habe es in manchem Video gesagt, dass der Optimismuspegel jetzt langsam gen Null geht und mancher hat es auch gemerkt und hat dann auch ganz liebevoll in Mails oder Facebook-Nachrichten so ein bisschen nachgefragt und das hat mich auch wirklich gefreut, auch wenn ich es versucht habe, trotzdem immer positiv zu sein und ich bin einfach ein optimistischer Mensch. Manchmal reicht das einfach nicht, um immer über die Probleme, die man hat, nochmal so ein Optimismus-Schippe drauf zu geben. Dementsprechend war ich jetzt eine Woche in Ägypten und ich musste leider alleine fliegen, denn meine Begleitung ist kurz vorher krank geworden, was für mich am Samstag, als ich das erfahren habe und auch der Abflugtag war, doch so ein kleiner Schock war und ich überlegt habe, willst du, kannst du, traust du es dich wirklich, allein eine Woche nach Ägypten zu fliegen? Und ich dann aber gesagt habe, ich hatte auch keine Reiserücktrittsversicherung und habe gesagt, ich brauche diesen Urlaub, ich muss ans Meer und ich brauche Sonne und ich bin dann geflogen. Und es war mit der erholsamste Urlaub, den ich je hatte, trotz dass es nur eine Woche war. Einfach weil man machen konnte, was man wollte, man sich nicht absprechen musste. Und wenn man 4 Stunden aufs Meer geguckt hat, dann hat da sich auch keiner darüber gewundert. Und ich war tatsächlich das erste Mal allein, so komplett im Ausland, also so im Inland allein. Das ist für mich überhaupt kein Problem und ich bin ja auch kein Mensch, der jetzt Berührungsängste hat oder sich irgendwie das nicht traut. Also egal, ob nach Frankfurt, nach Berlin, nach München, damit habe ich keine Probleme. Ich war auch schon allein in Prag und in Budapest, das hat mich auch nicht gestört. Halt sonst trotzdem immer in so einer Art Reisegruppe. Und diesmal war ich ja wirklich allein und hatte aber einen wunderschönen Urlaub. Es war wundervolles Wetter, wir hatten wirklich noch zwischen 28 und 30 Grad, es ging ein leichter Wind. Das war doch ein bisschen kühler gefühlt, also man kühlt sich dann doch bei 28 Grad ab. Als es zum Beispiel im Juli, August ist, wann ich ja sonst immer in Ägypten war, und es war mein 6. Mal Ägypten, und es war wunderschön, wir hatten ein schönes Riff, wir hatten tolle Fische, ich habe auch 2 Schnorchelausflüge gemacht, und war da wirklich auch wunderbar unterwegs. Ich habe keinen Ausflug nach Kairo oder Luxor gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich das alles schon gesehen habe und man gerade ja von Kairo auch so eine gewisse Reisewarnung hat, weil es da ja nach wie vor Unruhen gibt und ich einfach dachte, das muss man allein jetzt vielleicht nicht riskieren. Und ich war auch mal in Hurghada Stadt und also wir waren auch direkt in, also ich war in Hurghada und es war ganz toll. Ich habe dort 2 nette ägyptische Männer kennengelernt, die am Strand gearbeitet haben, die wirklich immer darauf geachtet hat, dass alles bei mir passt. Und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner anzüglichen Art und Weise, wie man sich das vielleicht von so jetzt klischeehaft vorstellt, sondern die wirklich geguckt haben, dass ich da allein unter meiner Liege, dass da alles passt, wenn ich aus dem Wasser kam, ob alles gut ist. Und ich bin da wirklich gut versorgt worden. Ich bin mit Sonnenblumenkern und Schokolade am Strand verwöhnt worden und wir waren dann auch zusammen nach der Schicht von den beiden sozusagen mal einen Tee außerhalb trinken, in so einem ganz urigen ägyptischen Kaffee,
Geschäft, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und es war wirklich super, super schön. Und man ist auch einfach gefühlt so ein bisschen aufgeschlossener, wenn man alleine ist. Und in Ägypten hilft es einfach, immer zu lachen, immer freundlich zu sein. Und dann schlägt einen die Freundlichkeit im Grunde auch einfach zurück. Das habe ich einfach sehr bewusst diesmal gemerkt. Und es waren alle nett, es waren alle freundlich. Ich hatte keine merkwürdigen Erfahrungen mit Ägyptern. Nein, eher im Gegenteil, mit betrunkenen deutschen und auch russischen Männern, wo man sich so denkt, ach Leute, ja, mit Vernunft komme ich hier nicht weiter, ich gehe einfach. Also wo wirklich dann nur noch Flucht hilft und wo ich dann so dachte, okay, ja, das, ja, Steffi, es ist einfach so, das ändert man nicht mehr. Und es ist halt auch schön, wenn sich Klischees dann manchmal so erfüllen und manchmal auch nicht. Und ja, es war ein wunderschöner Urlaub. Ich habe mich mega erholt und bin auch wirklich wieder gut am Samstagabend dann hier gelandet und angekommen. Und ja, mir geht es wirklich gut. Und ich habe heute, also Montag, heute bei mir ist Montag, habe ich heute nochmal frei. Ich starte die Woche wieder mit 4 Tagen, was ja doch immer ganz praktisch ist, wenn man noch so einen Tag ranhängen kann. Kann heute eben noch so ein bisschen was erledigen, ein bisschen einkaufen gehen und ein bisschen Wäsche machen. Und die zum Glück nicht ganz so dringend ist, wie wenn man im Sommer verreist. Weil all die Dinge, die ich dabei hatte, werde ich jetzt wohl in diesem Jahr nicht mehr anziehen, weil es ist einfach kalt. Ja, gestern war es ganz schön. Man saß dann auf der Terrasse auch nochmal ein bisschen in der Sonne. Und habe dann schon gehört, ich hätte wohl ein bisschen Sonne im Handgepäck gehabt und ja, fand ich auch ganz gut. Aber es ist halt nicht vergleichbar und ich glaube einfach, dass ich auch gemerkt habe, dass ich sowas einmal im Jahr einfach brauche. Und auch wenn es jetzt ein bisschen blöd gefallen ist, weil natürlich auch die Frankfurter Buchmesse war, wo ich auch gerne gewesen wäre, muss man einfach sagen, ich hätte die Messe wahrscheinlich so nervlich und kräftemäßig gar nicht geschafft, wenn ich nicht irgendwie im Urlaub gewesen wäre. Und ja, es war eine wunderschöne Woche. Man sieht es auch ein bisschen Farbe bekommen, auch ein bisschen rot geworden, was einfach durch Schnorcheln bedingt ist. Ich war wirklich viel im Wasser. Und ja, man merkt halt einfach, der Sand reflektiert natürlich dementsprechend, also ja, es ist einfach so. Man schmiert sich dann natürlich auch nicht ständig ein, bevor man ins Meer geht. Und gerade der Rücken ist doch ein bisschen röter geworden und obwohl ich wirklich da auch eingecremt war und dann auch so ein etwas hochgeschlosseneres Shirt dann einfach anhatte zum Schnorcheln, das geht halt trotzdem einfach durch die Klamotten durch. Wenn man da eine Stunde schnorchelt, ja, da braucht man, also da kann man sich auch gar nicht gefühlt so richtig davor schützen. Und ja, aber es ist soweit alles in Ordnung und ich denke, jetzt wird es auch in den nächsten Tagen ein bisschen braun, bevor es dann wieder verschwindet. Und ja, so ist es aber. Es war wirklich ein wundervoller Urlaub. Es hat mir unglaublich gut getan. Und ja, ich habe auch ein bisschen gelesen. Ich habe tatsächlich wenig gelesen. Ich bin aber wirklich auch am Strand jemand, der nicht viel liest. Also ich lese ja gerne zu Hause, um auch einfach so ein bisschen ja, dieser Welt zu entfliehen, sag ich mal, um neue Welten kennenzulernen. Und ich war nun ja aber dort und habe neue Welten selbst entdeckt und habe eben wirklich stundenlang aufs Meer gucken können oder war dann eben auch im Meer oder habe mich eben mit netten Menschen unterhalten. Und dementsprechend sind inzwischen nur 2 Bücher geworden. Ich habe auf dem Heimflug noch ein 3. angefangen, aber das erzähle ich dann in der nächsten Woche. Bei mir kam, glaube ich, direkt auch am Samstag, bevor es losging, ja, Origin von Dan Brown an. Und da war ich ganz dankbar, weil so konnte ich es mitnehmen. Ich habe da schon ein bisschen auf dem Flug angefangen und habe es dann, ich glaube tatsächlich relativ spät, Mittwoch, glaube ich. Also ich habe wirklich relativ viele Tage daran gelesen. Habe ich es dann beendet, das neue Buch von ihm, der 5. Lenkenfall. Und dann habe ich gedacht, es gibt theoretisch kaum Spinnen in Ägypten. Da liest du jetzt einfach mal Die Brut weiter. Das ist der 2. Teil. Und zwar ist das Die Zeit läuft von Ezekiel Boone. Da hat mich ja der 1. Teil dieses Jahr wirklich mehr als begeistert und war da natürlich total happy, als der 2. auch bei mir ankam und ich den jetzt im Urlaub gelesen habe. Und den habe ich tatsächlich dann, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gelesen. Samstag war ich, glaube ich, schon fertig, ja. Und das sind die 2 Bücher der Woche und ich denke, wir starten einfach mal damit, bevor ich hier noch weiter ins Schwärmen über meinen Urlaub komme, der wirklich schön war. Also ich kann auch nur jedem empfehlen,
ja, wer noch ein bisschen Sonne braucht, der kann da absolut noch im Oktober auch nach Ägypten. Aber gut, fangen wir an mit Origin von Dan Brown. Es ist der 5. Robert Langdon Fall. Das Buch ist jetzt am 4. Oktober diesen Jahres erschienen bei Basta Lübbe, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und kostet als gebundene Ausgabe wirklich 28 Euro, was ich schon heavy Wind finde. Und auch das E-Book kostet 23 Euro und da muss ich wirklich sagen, bei diesen E-Book-Preisen, da kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln und Augen rollen, weil ich das überhaupt nicht gerechtfertigt finde. Es gibt das Buch auch bei Audible, da bekommt man es dann für einen Gutschein und das Buch hat um die 670 Seiten. Ist, denke ich, so eine klassische Dicke von Dan Brown, an dem er ja auch sehr, sehr lange ja, sozusagen geschrieben hat. Weil ich glaube, das letzte Buch ist ja von ihm doch schon 2-3 Jahre her. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. In dem Buch geht es ein bisschen um die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und wir haben hier einen Wissenschaftler, der sich mit drei Religionsvertretern getroffen hat. Ich glaube Christentum, Judentum und auch muslimisch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich bilde mir ein, es war glaube ich ein Rabbi, ja. Ich glaube, es ist so gewesen. Und diesen dreien eben erzählt, was er Bahnbrechendes entdeckt hat und dass das eben die Religionen auf den Kopf stellen wird und ja, er im Grunde einfach die Meinung von diesen dreien hören wollte. Und er lädt dann eben ein nach Spanien und unter anderem ist dann auch Robert Langdon dabei, der ihn eben auch kennt und die auch schon viele Gespräche darüber geführt haben. Und es gibt eine bahnbrechende Präsentation und bei dieser Präsentation wird aber ja, Edmond Kirsch, das ist der ja, Zukunftsforscher, wird dort aber erschossen und ja, wir erfahren erstmal nicht, was er Bahnbrechendes entdeckt hat. All das verwickelt sich ein bisschen mit der spanischen Königsfamilie, mit dem Kronprinzen und auch dessen Verlobter, die in dem Museum, wo das im Grunde passiert ist, die Kuratorin ist und wir merken da wieder ein bisschen die Flucht, auf der dann auch Robert Langdon ist, denn ihm wird nachgesagt, er hätte die, ja, Kronprinzgemahlin, die zukünftige Königin von Spanien, eben entführt. Und ja, beide wollen jetzt herausfinden, was Edmond Kirsch eben ja, im Grunde entdeckt hat und wollen das auch veröffentlichen, einfach um sich auch selbst zu schützen. Und das alles wird dann auch noch unterstützt von einer künstlichen Intelligenz von Winston, der beiden aus irgendwo einem PC, wo er auch immer gerade steht, ja, im Grunde ein bisschen was zuflüstern kann, was ich großartig gemacht fand. Aber ja, wir beschäftigen uns also im neuen Buch von Dan Brown um Religion, um woher kommen wir, wohin gehen wir, gibt es einen Gott, mehrere Götter, gibt es den Urknall, ja, was kann uns dazu führen, dass wir hier sind, waren es Aliens oder eher doch die Darwin'sche, ja, Theorie des, wo kommt der Mensch her. Und ich muss ehrlich gestehen, ein Thema, was ich mega spannend fand, ein Thema, mit dem ich mich früher, das klingt jetzt wieder so, wie wenn man wundert, wie alt wäre, aber eben schon in ja, Anfang der 20er, als ich war, so vor 10 Jahren, mich sehr, sehr beschäftigt habe, gerade in der Zeit, wo ich mich auch um Religionen sehr beschäftigt habe und ja dann meinen eigenen Weg gefunden habe, der ganz fernab meiner eigenen Religion des Christentums ist. Und ich einfach gemerkt habe, das kann alles gefühlt nicht so richtig sein für mich. Und ich das sehr spannend fand, was sich Dan Brown hier wieder ausgedacht hat. Ich fand auch den Weg sehr interessant wieder gestaltet. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist so ein typischer Dan Brown, ein typischer Robert Langdon, also dass der irgendwo verwickelt ist, irgendwas auflösen muss, uns mit Symbolen, Geschichtskraft eben eine Geschichte erzählt, uns Wahrheiten erzählt, die aber sich ein bisschen anfühlen, sie können eigentlich nur Fiktion sein, es aber definitiv Wahrheiten sind und eben verschiedenste Sachen, die man sonst nicht in einen Kontext bringt, eben zusammen. Und das natürlich dann gerade den Spannungsbogen bei Dan Brown so ein bisschen ausmacht. Das war bei Sakrileg so, bei Illuminati so, bei dem verlorenen Symbol so, bei Inferno so. Ja, man kann jetzt kritisieren, dass es natürlich so ein typischer Dan Brown ist. Ich muss sagen, das ist für mich keine Kritik, denn ich, wenn den Dan Brown lese, möchte ich das auch lesen. Und das Besondere tatsächlich hier für mich war so ein bisschen, dass es doch so ein paar Überraschungsmomente gab, auf die ich gar nicht vorbereitet war. Allerdings, da ist mein großer Kritikpunkt, war ich doch dann sehr enttäuscht von
dem großen Knall am Ende. Ich werde nicht spoilern, ich werde nicht verraten, was Edmund Kirsch entdeckt hat, beziehungsweise auf welche Theorien er sich stürzt. Aber wenn man sich mit Verschwörungstheorien über diese Schöpfung, über wo kommen wir her, wo gehen wir hin, und es ist hier dann zum Beispiel auch Gauguin genannt, Maler, und wenn man sich mit diesen Dingen schon mal beschäftigt hat und ein bisschen tiefer beschäftigt hat und wirklich auch Verschwörungstheorien dazu kennt, die sich eben nicht auf Religion oder den Urknall gar basieren oder an Aliens, die uns ausgesetzt haben. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, stößt man irgendwann auf verschiedenste Theorien, die mehr oder weniger logisch sind. Und Dan Brown hat eine dieser Theorien, die mir schon vor 10 Jahren aufgefallen sind, tatsächlich benutzt. Und da stand ich wirklich so da und dachte mir dann beim Lesen, okay, das ist es jetzt. Also es war wirklich so ein Gefühl, wo ich dachte, ah, für diesen Schockmoment oder diesen Überraschungseffekt habe ich nicht Dan Brown gebraucht. Und dachte, war wirklich ein bisschen enttäuscht, dass er diesen Weg gewählt hat. Weil ich hätte mir tatsächlich ein bisschen zum Ende hin einfach eine andere Auflösung gewünscht und war ein bisschen enttäuscht. Natürlich bin ich jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme. Wird sich nicht jeder mit Schöpfungstheorien sozusagen irgendwo beschäftigt haben und auch vielleicht nicht mit Verschwörungstheorien darüber und jetzt auch nicht so fanatisch, wie ich dann eben Themen angegangen bin, da ins kleinste Detail sich beschäftigt haben. Dementsprechend ist das schon ein geiles Ende, wie ich finde. Aber ich war so ein bisschen einfach für mich selbst enttäuscht, weil ich dachte, okay, jetzt diesen Weg geht er. Ich hätte mir einen anderen Weg gewünscht. Aber es ist ja kein Wunschkonzert und er hat das wirklich gut gemacht. Er hat es logisch wieder hergeleitet und es ist einfach erschreckend, wie nah diese Fiktion einfach am Leben ist. Und auch wie revolutionär manche Wendungen hier drin sind. Also sei es dann auch, was das Königshaus angeht oder ähnliche Themen, wo man so denkt, so Unrecht hat er nicht. Und dieses Gefühl, dass man eigentlich Fiktion liest, ist aber man aber weiß, dass einfach 80% der Dinge sich so zutragen auf der Welt. Ja, das ist schon irre. Und die künstliche Intelligenz Winston. Anfangs dachte ich noch, ach Mensch, Dan Brown, jetzt machst du es dir ein bisschen einfach, hier einfach einen Computer hinzustellen, der auf alles gefühlt eine Antwort hat. Aber es war dann doch genial gemacht. Und das muss ich wirklich sagen. Wo ich anfangs wirklich noch so skeptisch war, habe ich dann doch gemerkt, gar nicht blöd. Es ist nicht der beste Robert Langdon, das muss ich einfach dazu sagen. Es ist für mich einfach ein Mittelfeld Robert Langdon. Es ist ein sehr guter, ja, Verschwörungstheorien-Thriller. Ich finde, das kann Dan Brown einfach unglaublich gut. Und ich fand auch gerade seine Ausflüge, was zum Beispiel Richtung Meteor gegangen ist, dass ich nicht so gut fand. Diabolus fand ich wieder genial. Das sind ja die beiden Bücher, die nichts mit Robert Langdon zu tun haben. Aber ich muss sagen, es kommt für mich nicht an Sakrileg ran und es kommt für mich auch nicht an Illuminati so richtig ran. Ich finde, es reiht sich so ein bisschen zum verlorenen Symbol und auch ein Inferno ist noch eine Spur vielleicht besser, wenn man so ein Ranking aufstellen möchte. Teilt er sich wohl einfach so ein bisschen den dritten Platz, wenn man Sakrileg und Illuminati auf Platz 1 packt, würde ich Inferno auf Platz 2 packen und das dann zusammen mit das verlorene Symbol auf Platz 3. Man kann jetzt sagen, warum hast du ihn dann nicht schneller gelesen? Ich muss ehrlich sagen, ich war ständig abgelenkt von Strand, von Sonne und von Meer. Und abends saß ich dann eben auch noch gerne auf meinem Balkon und habe einfach das Meerrauschen genossen. Und normal wäre das wohl ein Buch gewesen, was man auch an einem Wochenende durchsuchtet, wenn man nicht gerade am Meer ist und im Urlaub ist. Also es ist ein tolles Buch. Ich finde, Verschwörungstheorien kann fast keiner so gut wie Dan Brown. Eschbach kommt noch so in die Richtung ran. Und auch früher Scott McBain, das ist ja irgendein Pseudonym gewesen, der hat auch 2, 3 geile Verschwörungstheorienbücher geschrieben, also so diese Thriller-Richtungen und Empfehlung, aber es ist nicht der beste Robert Lang. Und nach einem Verschwörungsthriller dachte ich erst, greifst du zu deinem typischen Urlaubsbuch, was ja The Beach wäre von Alex Garland. Tatsächlich war mir aber nicht nach diesem Buch. Ich kann es nicht erklären. Ich dachte irgendwie, es würde sich jetzt hier in meinem Paradies irgendwie falsch anfühlen, obwohl ich das Buch wirklich seit 15 Jahren, glaube ich, in jedem Urlaub gelesen habe, in diesem nicht.
Ich habe dann zum zweiten Teil der Brut gegriffen, Die Zeit läuft, von Ezekiel Bone. Und das Büchlein kostet als Taschenbuch und als E-Book jeweils 10 Euro, ist jetzt im August, glaube ich, erschienen, Ende August, im Fischer Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und ist der zweite Teil einer Thriller-Reihe. Der erste Teil war hier dieses coole Buch in ganz schwarz. Und ich habe den ersten Teil wirklich genossen und wirklich ein geiler Thriller. Und ich habe mich mega gefreut auf den zweiten Teil und freue mich jetzt auch auf den dritten Teil, der im Mai erscheinen wird. Und auch das Cover jetzt schon bekannt ist. Wenn man auf Amazon klickt, kann man sich das Cover angucken. Das wird so schwarz-gold-bronze irgendwie so aussehen. Und das Schöne ist ja auch wirklich, dass hier der Buchschnitt so geil aussieht. Beim ersten Teil war der ja rot. Und jetzt ist er hier giftgrün, er passt sich also sozusagen an die Schrift immer an vom Autor. Und um was geht es in Die Brut? Ja, es tun sich hier an verschiedensten Stellen auf der Welt, ich glaube, da ist vorne sogar so eine Karte ein bisschen drin, tun sich im Grunde Spinnen auf. Und es sind fleischfressende Spinnen, die irgendwo herkommen und die Menschheit befallen und in den Menschen durchaus auch Eier ablegen, so dass eben die Babys, die schlüpfen, auch gleich Nahrung haben. Man kann es im Grunde so zusammenfassen. Und wir erleben diesen Thriller auf eine Art und Weise, wie ich ihn wirklich genial finde, denn wir haben unterschiedlichste Sichtweisen. Wir begleiten 2, 3 feste Gruppen, von denen wir immer mal lesen. Wir erfahren eben aber auch Dinge, die zum Beispiel Marines vor Ort erleben, die Betroffene vor Ort erleben, die Leute auf der Flucht erleben. Wir begleiten auch Menschen, die diese Spinnen sehen, und mehr oder weniger bis zum Ende der Geschichte sozusagen sind wir Teil der Geschichte. Hat das jetzt hingemacht? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Oh, mir fehlen noch so ein bisschen die Worte. Wir üben das noch ein bisschen. Und dieser Thriller ist eben einfach aus verschiedensten Perspektiven erzählt und das wirkt anfangs ein bisschen stressig. Man ist so gefühlt 3 Seiten hier, 5 Seiten da, 10 Seiten dort, 3 Seiten wieder da, dann sind wir wieder woanders. Und ich habe aber gemerkt, dass das nach den ersten 20 Seiten, 30 Seiten, gerade im ersten Teil, unglaublich viel Spaß gemacht hat, so viele Perspektiven zu erleben. Und jeder nimmt diese Seuche, dieses plötzliche Aufkommen von Spinnen eben auch anders wahr. Und jede Perspektive hat andere Probleme damit und auch mit seinem eigenen Leben. Und ich finde, das hat der Autor unglaublich gut gemacht, dass er eben nicht einfach nur einen Charakter alles erzählen lässt, beziehungsweise ihm das zugetragen wird, sondern wie hier dieses klassische Zeigen, nicht erzählen haben, denn wir sind immer dabei. Hier kommt irgendein Schwarm, der frisst irgendwem und wir sind dieser Gefressene bis zu dem Moment, wo er eben im Grunde aufhört zu leben. Und das ist schon echt creepy gemacht. Es ist, wenn man Spinnen nicht mag, muss man sich das wirklich gut überlegen, denn es wird hier sehr plastisch erzählt, wie die Spinnen sind, was die Spinnen tun, wie sie was machen. Und es gab so den ein oder anderen Moment auch im Urlaub, wo ich wirklich eine Gänsehaut hatte und dachte, Steffi, du sitzt hier bei 30 Grad und aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass eben ein sonniger Ort durchaus der beste Ort ist, um so einen Thriller zu lesen, als wenn man vielleicht zu Hause sitzt und dann eine Spinne aus einer Ecke anguckt. Nachdem es in Ägypten gefühlt, also für mich, ich hab keine einzige Spinne gesehen in der Hotelanlage, nur ein paar Geckos. Das war auch ganz gut so, weil sollte man sich die zu Hause auch halten. Ich glaube, ich bin jetzt doch relativ wirr von einem zum anderen gehüpft, aber ich hoffe, das ist so okay für euch. Und ja, der erste Teil war ein absolutes Highlight für mich und auch der zweite Teil ist ein Highlight für mich. Ich habe schon gedacht, Mensch, ob du jetzt so entspannt, wie du bist, weil ich habe ja das Buch erst Mittwoch, Donnerstag angefangen, wenn du so entspannt, wie du jetzt bist, ob du in die Geschichte reinkommst. Es hat gefühlt 2, 3 Kapitel gebraucht, schwupps war ich wieder drin und hatte dieses Anspannungsgefühl, wie ich es am ersten Teil hatte, und das war großartig. Ich fand dieses Buch wirklich Hammer, und durch die Schnelligkeit der Erzählung und der auch manchmal sehr kleinen Kapitel erfährt man einfach unglaublich schnell unglaublich viel. Und die festen Menschen, die man so verfolgt, egal ob das jetzt dann jemand ist, so eine
so eine Spinnenspezialistin oder ein Vater, der seine Familie beschützen möchte, besonders seine Tochter, oder eben so Aussteiger, die im Bunker leben und versuchen, irgendeine Lösung zu finden. Ja, und überall auf der Welt sind wir eben auch ein bisschen unterwegs. Und man kann immer nur froh sein, sowas passiert ja in der Regel immer in den USA, gerade bei amerikanischen Autoren, wo man sich denkt, ach naja, zum Glück leben wir in Deutschland, da darf das nicht vielleicht passieren, es ist immer, immer weit weg. Das ist hier natürlich anders, weil hier sind wir überall auf der Welt. Und das ist natürlich auch ein bisschen creepy. Also ja, der zweite Teil ebenfalls ein absolutes Monatshighlight für mich. Es hat mich wirklich gepackt und gefesselt und ich habe mich trotzdem ablenken lassen von Meer und Sonne und gucken und Wellen genießen. Aber es hat mich doch tatsächlich eine Spur mehr zum Lesen gezogen, gerade auch noch abends vorm Schlafen, als es Dan Brown geschafft hat. Und ich finde, das spricht einfach nur für dieses Buch. Und ich bin mega, mega, mega gespannt auf den dritten Teil und was dann die Auflösung sein wird, wo es hingeht. Und da haben wir dann auch schon wieder so, wo kommen die Spinnen her und wo gehen sie hin? Was dann wieder zu Dan Browns Buch irgendwie gepasst hat. Und ich bin mega gespannt, wie uns der Autor überrascht, ob die Welt am Ende einfach nicht mehr besteht und da einfach überall Spinnen sind oder ja, wo es hingeht. Ich werde jetzt natürlich nichts groß wirklich zum zweiten Teil sehen können, weil ich würde ja auch Dinge aus dem ersten Teil spoilern, das möchte ich nicht. Dementsprechend einfach so die Handlung im Normalen und einfach nur, es war geil. Es ist eine geile Reihe und wenn man von einem zweiten Teil innerhalb der Trilogie auch noch sagt, dass es ein Highlight ist, finde ich, heißt das schon was, weil ja oft die zweiten Teile so diese Lückenfüller sind und das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht. Also das ist ein Buch, was man absolut braucht, was wirklich essentielle Dinge in der Geschichte erzählt und es war zu keinster Minute langweilig. Und ja, ich bin einfach begeistert von dieser Reihe und stehe da total drauf. Hier hinten nochmal so ein bisschen klein, der erste Teil. Und ich kann diese Reihe wirklich nur absolut empfehlen, wer einen geilen, ja, vielleicht auch irgendwo so eine Art Endzeit-Thriller, wenn man das so nennen kann. Wer sowas lesen möchte, der ist hier absolut richtig. Ich finde, der Autor macht das wirklich gut. Ja, das ist ein Amerikaner, allerdings ist Ezekiel Boone ein Pseudonym. Und ja, also ich fand ich mega, Riesenfan und bin wirklich mega begeistert und freue mich auf Mai des nächsten Jahres. Nicht nur, dass dann ja im Grunde schon Frühling, Sommer ist, sondern dass auch der dritte Teil herauskommt. Und dann habe ich Samstag im Flieger angefangen, ein Buch, was sich mit dem Reisen beschäftigt. Das ist jetzt auch nur der Schutzumschlag von Jeff Dyer, White Sands, ein Buch aus dem Dumont Verlag. Und ich habe aber, ich denke, so ein bisschen was über die Hälfte erst im Flieger geschafft. Und gestern am Sonntag habe ich tatsächlich gar nicht irgendwie zu dem Buch gegriffen. Und es heißt hier, warum reisen wir? Und das ist wirklich ein Autor, der jetzt in so einer Art Kurzgeschichten, ja, ich würde schon sagen, in so einer Sammlung sich eben mit dem Reisen beschäftigt. Warum wird gereist? Warum reisen Menschen an spezielle Orte? Auch so ein bisschen Pilgern wird aufgegriffen. Und es ist, manchmal fühlt sich es so ein bisschen an, als ja, würde er eben selbst der Protagonist seiner Geschichte sein. Und manchmal nimmt er sich selbst aber dann auch auf den Arm. Also ja, bisher fand ich es wirklich gut und ich finde auch mit Weiß sieht man direkt noch ein bisschen bräuner aus, als man es ist. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall aufs Weiterlesen und dieses Urlaubsgefühl noch ein bisschen mit nach Hause zu nehmen. Und ja, das waren so die Bücher. Also wie ihr seht, wirklich nicht viel gelesen, was auch einfach gut ist. Und ich denke, dass sich das jetzt diese Woche ein bisschen anders aussehen wird. Wir starten morgen am Dienstag, also wenn ihr das Video seht, sozusagen an dem Tag, mit Swan's Song, dem ersten Teil. Das lese ich zusammen mit Lena, Ben und Susan. Wir haben da eine kleine Lesegruppe gebildet. Und am Samstag geht ja Winter People los, das irgendwo, glaube ich, gerade da oben liegt, richtig, unser Leseclubbuch. Und ich möchte ja einen Drachenmond-Monat machen und werde, denke ich, dann parallel als E-Book ja auch noch ein Drachenmond-Buch lesen. Mal gucken, welches es wird. Es sind ja einige bei mir eingezogen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und der neue Stephen King, Gwendys Wunschkasten, ist angekommen. Ich glaube mal, den werde ich mir heute bei leckerem Tee und einem, ja, schönen Duft ja einfach zur,
zur Genuss ziehen und ja. Das soweit zu den Büchern. Es wurde kein Fernsehen geguckt, dementsprechend auch keine DVD geguckt, kein Film, keine Serien, nichts. Was auch tatsächlich ganz gut war. Also ich hatte eine ägyptische SIM-Karte, hatte ich mir geholt, weil ich das WLAN doch ein bisschen dürftig fand. War auch überhaupt nicht teuer. Ich habe, glaube ich, 7 Euro bezahlt für eine 2,5 GB Datenvolumenkarte und ich konnte wirklich WhatsAppen. Ich konnte mich bei den lieben Menschen morgens und abends melden, dass es mir gut geht, dass alles passt. Ich konnte Bilder ein bisschen rumschicken und natürlich auch hören, wie es den Lieben zu Hause geht, was ja doch auch immer wichtig ist, wie ich finde, mit Lieblingsmenschen will man einfach im Kontakt sein und habe auch ein bisschen Instagram gucken können, wenn ich einfach mal so frühs gerade im Bett saß. Und YouTube war aber nicht möglich, ich habe auch keine Mails gelesen, das werde ich jetzt alles machen. Ich habe gestern schon am Sonntag ein bisschen versucht, auf den neuesten Stand der Dinge zu kommen, habe auch ein paar Kommentare und sowas beantwortet und werde mich jetzt nach und nach diese Woche ein bisschen dran setzen. Ich habe jetzt 4 Tage ja nur und 4 Tage auf eine Frühschicht und ich denke, dass ich da doch ein bisschen auch zu was komme. Ich möchte mich nicht stressen, ich möchte so diese ägyptische Leichtigkeit ein bisschen mitnehmen und ja, auch einfach ein Stück beibehalten und ja, ich hoffe, dass das klappt so den Rest des Jahres und dass man immer mal zwischendurch dann auch so ein paar Pausen macht. Ja, was ich noch erzählen möchte ist, in unserem Leseklub ist die neueste Umfrage online und da ich es diesmal wohl nicht schaffen werde, ja, ein extra Video dazu machen für diese Woche, dachte ich, packe ich es jetzt einfach kurz noch hier in die Bücherwoche rein. Und zwar ist die am Samstag gestartet und die geht auch noch bis Samstag, den 21. Oktober. Und zwar steht unser Novemberbuch ein bisschen unter dem Thema Märchen. Wir haben uns also Märchen-Kinderbücher herausgesucht, ja, die wir alle irgendwie auf dem Sub haben oder die wir gerne auch nochmal rereaden wollen oder ja, egal, die uns einfach gefallen haben. Und es sind ja 4 Bücher. Es ist einmal Peter Pan, es ist Das letzte Einhorn, es ist Die unendliche Geschichte und es ist Der Wunschpunsch. Und ja, guckt einfach mal ja, in den Leseklub. Ihr findet ihn natürlich unten in der Infobox, wie auch jetzt die Bücher zum Beispiel und allerlei andere Informationen. Und ja, diese 4 Bücher stehen zur Auswahl und ja, es ist richtig schön, dass wir da relativ schnell tatsächlich 4 Kandidaten gefunden haben. Bei mir ist nur noch 1, ein echtes Wunschlisten-Subbuch, je nachdem wie man es nennen möchte. Die 3 Bücher kenne ich schon, aber ich würde mich freuen, wenn es irgendeins dieser Bücher einfach werden würde. Ich würde auch jedes einfach nochmal rereaden und den anderen Mädels, ja, geht es im Grunde genauso. Guckt also mal vorbei, ihr habt noch ein bisschen Zeit, um auch abzustimmen. Es gibt schon eine Tendenz, die ich, glaube ich, gestern entdeckt habe, dass doch schon relativ viele sich irgendwie gefühlt einig sind. Und ja, wenn ihr aber ein anderes Buch haben wollt, dann stimmt einfach dafür. Und wenn ihr fürs Gleiche sein wollt, dann natürlich auch. Das ist ja gar kein, also das ist keine Aufforderung, dass etwas anderes gewinnt. Ich bin mit jedem der 4 Bücher absolut zufrieden. Und ich finde es schön, dass wir so ein Märchenthema ein bisschen nehmen. Ich denke dann, dass das Dezemberbuch ja wahrscheinlich eher schon ein Winter-Weihnachtsbuch wird, dass wir da vielleicht eine kleine Weihnachtsgeschichte lesen werden, vielleicht dann auch ein bisschen früher, als dass wir dann um den 20. starten. Ich denke einfach so, dass wir dann vielleicht auch an Weihnachten schon fertig sind, aber das werden wir dann auf jeden Fall im November dann natürlich zur Umfrage geben und ja, am Samstag startet dann ja auch unser, ja, Oktoberbuch. Oktober ist ich. Für mich fühlt sich alles nur an wie Sommer. Und ja, ich freue mich auch sehr auf Winter People, was ja gerade auch so ein bisschen in die Halloween-Gruselzeit Oktober passt. Ich möchte gerne auch, am 27. startet ja die 2. Staffel von Stranger Things. Und ich möchte gerne vorher noch die 1. Staffel angucken. Also ich denke, dass ich die nächsten 2 Wochen dann dementsprechend auf Netflix auch ein bisschen unterwegs sein werde und dann auch wirklich so, ja, noch ein bisschen Stranger Things suchten werde. Und ja, es waren ja nicht ganz so viele Folgen. Das sollte in 2 Wochen auf jeden Fall machbar sein. Freue mich sehr auf die 2. Staffel, denn die 1. rund um Elfie und ihre Jungs und Winona Ryder, die grandios war, ja, da freue ich mich wirklich sehr, was diese Unterwelt sozusagen jetzt ein bisschen noch auf sich bereit berufen hat. Nein, was sie bereithält. So.
Ja, aber das dann natürlich jetzt so in den nächsten Bücherwochen. Ja, die nächste Bücherwoche wird natürlich am Sonntag voraussichtlich wiederkommen, wenn nicht irgendwas zwischendurch, ja, im Grunde jetzt noch dazwischen kommt. Aber ich denke, ja, da kriegen wir jetzt wieder den Rhythmus rein. Ich hoffe, es war jetzt auch in Ordnung, dass die Bücherwoche erst Dienstag kam. Aber ich hätte es gestern, also am Sonntag, nicht geschafft, tatsächlich schon die Worte zu finden und so viel zu reden. Und merke auch heute, dass ich noch nicht so richtig im Flow bin und noch so ein bisschen im Fernweh-Modus anhabe und direkt auch eigentlich wieder Lust hätte, gleich wieder den Flieger zu starten und ja, irgendwo, ja, in der Sonne zu liegen. Das tut wirklich gut. Also ich kann, ja, reisen ist einfach was mir gut tut und wo ich merke, dass ich daran mein Herz verloren habe. Und gerade auch Ägypten oder ich sag mal der afrikanische Kontinent ist ja wirklich ein bevorzugtes Reiseland auch von mir. Und ja, wo man so merkt, da passt irgendwas mit dem Herzen. Und vielleicht war ich in einem früheren Leben ja mal Ägypterin, man kann es nicht wissen, am Ende Kleopatra. Aber nein, das glaube ich wieder nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und jetzt glaube ich, habe ich auch lang genug gequasselt. Ich habe auch gar nichts sonst groß zu erzählen. Ich hoffe, der Urlaubsteil war für euch nicht zu lang und zu uninteressant. Ja, könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch irgendeine Reiseziele, die ihr toll findet, wo ihr sagt, Mensch Steffi, das ist auch absolut sehenswert. Ich bin ein Fernreisekind, also mit europäischen Zielen kann man mich jetzt nicht unbedingt so vom Hocker hauen. Aber ansonsten bin ich offen für ganz viele Tipps und Empfehlungen. Oder auch, wenn ihr in Ägypten schon ein cooles, schönes Hotel hattet, dann natürlich auch gerne ja, so ein paar Tipps in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf habt. Können wir uns gerne auch so ein bisschen darüber austauschen und natürlich auch zu den Büchern. Vielleicht habt ihr ja Origin auch schon gelesen oder, ne, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne in die Kommentare schreiben, auch was ihr vielleicht gelesen habt und empfehlen könnt oder welcher Leseclub-Kandidat euer Favorit ist oder ob ihr bei Winter People dabei seid. Alles gerne in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen austauschen. Würde ich mich mega drüber freuen und wünsche euch jetzt kein schönes Wochenende, aber natürlich einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine angenehme, stressfreie Oktoberwoche und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.